Wie weit bist du jetzt in Valhalla? Oh mein Gott. Was denn? Ich habe mich dauernd gewundert, warum das in der Mitte so komisch ausschaut, das Gras. Habe jetzt erst gemerkt, dass ich das vordere Mähwerk nicht angeschalten habe. Ja, wie weit bin ich in Valhalla? Das ist eine gute Frage. Ich meine, laut PlayStation habe ich 60% der Eva-Saga abgeschlossen. Oh, dann ist schon Ende zu fast. Aber jetzt bin ich in so einem Zwischending, kann man sagen. Jetzt bin ich in so einer Vision, die urumfangreich ist. Aber es gehört nicht zur Story, was? Es ist eine Nebenmission quasi. Ah, okay. Aber es ist sehr umfangreiche. Aber da könntest du auch so viel machen, Alter. Was denn? Oder beim Nachbarn mit. Reihe. Ist alles beim Nachbarn schon? Scheiße. Ich schreibe mal Rechnung. Da Runden gefahren, oder? Zuerst zweimal runden. Und dann rauf runter. Passt. Aber weißt, ich bin voll im Hype in LS, ja? Und ich möchte das auch weiterspielen und ich möchte das sicher auch dann, wenn wir getrennt voneinander spielen, das weiterspielen. Aber ich möchte halt auch meine anderen Projekte unterbringen, weißt du, wie ich meine? Ja. Mein Satis möchte ich heuer auch irgendwann wieder weitermachen. Ich sage jetzt bewusst heuer. Heuer ist schon eine Leistung. Ja. Kommt für dich heuer kein Geld mehr raus sonst? Ja, eh die ich geschrieben habe, auch in der Liste. Also, das Alone in the Dark überlege ich mir auch Ja gut, aber vielleicht. Spider-Man hat so gesagt, holst du doch nicht. Naja, wenn du es auch spielen willst, dann können wir es holen von Anfang an. Spielen möchte ich es auf jeden Fall. Sag ich mal. Ja, und du ist auf jeden Fall. Aber ich spiel's ja nicht Aber. im Club. Ja, dann können wir ja gleich warten, eigentlich. Ein bisschen. Weißt du, ich möchte jetzt nicht noch ein, weil Spider-Man wird ja doch ein bisschen länger sein als irgendein anderes Spiel, sag ich mal. Und wenn ich jetzt eh Assassin's Creed auch noch habe, möchte ich zuerst schauen, wie weit bin ich mit Assassin's Creed im Oktober. Weißt du, wie ich meine? Weil Assassin's Creed habe ich mir eigentlich die DLCs auch noch überlegt. Wobei ich mir jetzt denke, ich weiß nicht, ob ich mir das noch antue. Also nicht antue im negativen Sinne, sondern Das von ist der ja Zeit her. Origins auch nicht gespielt. Genau. Da hätte ich sogar. Weil da habe ich ja damals diese Complete Edition gekauft, weil die günstig war. Aber ich habe mir die DLCs durchgelesen, die sind echt geil eigentlich. So wie es sich anhört. Ich fand alle bis jetzt geil. Also Origin habe ich selber gespielt, aber auch die von Odyssey eben hören sich dann geil aus. An. Es sind derzeit noch Spiele draußen, die ich haben möchte, sagen wir mal so, aber. Gut, draußen, ja. Also vielleicht kommt noch irgend so ein Hype-Game wie bei mir oder so. Weil zum Beispiel möchte ich Remnant 1 spielen, weil ich mal Remnant 2 holen möchte, noch einmal. Weißt du, ich meine, so solche Sachen. Ah, ich meinte halt, ob irgendwo ein Spiel released wird dieses Jahr noch, wo du halt bist, das meinte ich. Habe ich jetzt so dabei nichts am Radar. Ich meine, kann sein, dass dann irgendein Überraschungsspiel kommt, aber derweil. Ich meine, das Atlas Fallen schaut interessant aus. Das ist halt wieder im Coop besser, sag ich mal.
Aber so habe ich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht so ganz am Radar, was noch rauskommen tut jetzt. Hauptsache er hat eine Liste gemacht, sagt er. Ja, von denen, wo ich gewusst habe. Wie gesagt, kann sein, dass da noch der ein oder andere Überraschungshit auch dabei ist, sage ich mal, für mich. Aber Noch mal 4 Spiele dann so auf meiner Liste. die noch jetzt kommen oder ist da schon dabei Spider-Man und? Spider-Man kommt erst. Yay. Das Spider-Man City Skyline. Alan Wake. Alan Wake 2, genau. Und Medieval. Da ist Dynasty sie. Creed. Zu meinem Plan. Sonst habe ich auch nichts im Radar. Gut, ist eh auch genug, ne? Ja, Nicht ich genug, reicht dir. aber. Weil lange Titel eben auch dabei sind. Das Medieval Dynasty, der Coup kommt sicher heuer. Haben Sie gesagt, ja? Okay. Da spielst du dann auch mit. Okay. Wenn es die Zeit zulässt. Aber ja. Da würde ich dann einsteigen. Wie ich das kickt. Na, so die ersten Stunden waren nicht so schlecht. So viel hast du gespielt? Bitte? So viel hast du gespielt? Naja, 4, 5 Stunden habe ich nur gespielt, aber trotzdem. Eigene Hütte ist schon gestanden. Und gegen einen Bison sollte man sie nicht anlegen. Gut, aber mit einer Hütte hast du halt noch fast gar nichts gesehen. Du hast noch nicht Ja. einmal einen Dorfbewohner gehabt oder so hast du es. Nein. Ja, dann hast du gar nichts gesehen vom Spiel eigentlich. Hoffe ich halt, dass ich da nicht zu sehr. Vorrushed, meinst Ja gut, vorher schon.
Weiß gar nicht, ob man da ein gemeinsames Dorf hat oder nicht. Oder ob das dann ein gemeinsames ist oder so. Ich kann Club das würde jetzt nicht beim sagen. Club-Modus Sinn machen. Ich werde jetzt nicht sagen, wie das dann abbrennt. Der Kuhmodus, aber was ist, kann ja auch sein, dass jeder sein Dorf hat, aber du kannst auch handeln oder so zusammenarbeiten. Man. Gut, das ist aber dann kein richtiger Coup. Warum nicht, wenn du zusammenarbeiten kannst? Naja, Coup ist wirklich, wenn du wirklich gemeinsam machst, finde ich. Dann ist eh möglich. Aber dann nehme ich da sowieso die Arbeit nicht weg, weil dann darfst du vorwaschen. Gemeinsam. Ein bisschen einlesen musst eh du dich dann, oder? Anton. Ja, das sowieso. Halt wirklich viel dann so, was man machen kann. Ist ja ein Aufbauwirtschaftsspiel quasi. Ja. Du musst das Dorf verwalten, musst die Dorfbewohner ernähren, dich ernähren, gleichzeitig überleben. Da würde mich dann halt auch interessieren, was passiert, wenn einer stirbt. Gut, wenn einer stirbt, dann stirben beide wahrscheinlich, oder? Weiß ich. Weil, du kannst ja nur quasi an Nahrung sterben. Ich meine, ich Nein, weiß du schon, dass kannst du auch auch so an sterben, Tieren musst. an Banditen, wilden Tieren, dursten, verhungern, Gut, dass du dann erfrieren. wieder angefangen einfach. Also, wenn du Nein, dann bist du stirbst, meine tot. ich. Dann musst du komplett neu beginnen. Nein, das war, wie ich gestorben bin, nicht gegen Bison oder so. Echt nicht? Nein. Ist das neu? Wissen. Ja, du konntest vom letzten Speicherpunkt vielleicht beginnen. Das kann möglich sein. Einfach gespawnt bist du sicher nicht. Glaub schon. Das glaube ich nicht. Müsste ich schon im Stream. Weil, wenn du einen Nachfahren hast, dann übernimmst du den. Okay. Weil du Aber tot bist, wegen irgendwas. vielleicht ist das erst dann, wenn du einen Nachfahren hast. Nein, weil ich bin mir eigentlich bin mal gestorben und entweder das war urviel weg oder ich habe neu begonnen, ich weiß nicht. Musst du übrigens eine ganze Spur auslassen. Wo? Ganz, also links am Feld 55. Ich glaube nicht, dass das Feldrand ist. Schon alles. Man kann sein, aber ich glaube nicht. 55, also ganz am Anfang. Okay. Also da ist mindestens noch ein Ballen oder so drin. Sag ich mal. Sind die schon? 60%. Wir sind leider schon im Dezember. Ich so. Oh ja, mit Evil gibt es halt viel Sachen. Du kannst ja von Sachen dann craften, von Tellerschüsseln brauchst du dann für Suppen oder Suppenschüsseln musst machen. Nee, man muss natürlich auch handeln, dass du andere Sachen kriegst. Sachen verkaufen. Genau, Aufgaben machen auch. Aufgaben, ja. Weil Nehmen wir die wahrscheinlich habe ich Jahreszeiten. hier die Tragweite noch nicht abgecheckt, was es da alles wirklich gibt, dass das Spiel mächtig ist. Nein. Es kann Also, wenn du es nur natürlich. 5 Stunden gespielt hast. Also, ich habe in meinem ersten Spielstand 30 oder 32 Spielstunden. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Was es zum Freischalten geht. Über 3/4 oder so. Es gibt ja dann auch so Windmühlen und sowas. Keine Ahnung, was du mit denen machen kannst, aber. Und ich hatte gerade mal Schweine und Hühner.
Dann noch Schafen gibt's, Pferde gibt's, Esel gibt's. Aber ja, welche Spiele noch kommen, müsste ich schauen, aber. Ja, City Skyline wird sicher ein langes Spiel. Ja. Der Weg wird nicht so lang. Wie gesagt, eventuell ist Alone in the Dark. Aber es steht da vielleicht auch nicht gerade zum Release. Also. Wie gesagt, ich habe derzeit auch so viele Spiele, die ich spiele, weißt du, ich meine? Das trägt auch dazu bei, dass ich mir denke, wenn ich mir jetzt noch ein neues, noch ein neueres hole, ein anderes. Ich sehe das bei Assassin's Creed, dass ich das nicht ganz so in dem Tempo durchziehe wie normal. Weißt du, ich meine? Das ist halt noch ein krass langes Spiel, muss man auch dazu sagen. Du möchtest jetzt eben nicht auch noch zusätzlich noch ein langes Spiel anfangen, weißt du, ich meine? Ja gut, Spider-Man und so ist aber kein langes Spiel. Denkst du das so Assassin's Creed oder so? Ja, aber länger, sag ich mal. Es ist nicht Boah. so wie bei Puchu Charles, dass ich den einen Tag in einen Abend Ja, durch. das eh nicht, aber es ist 20 bis 40 Stunden Kampagne sein und das war's dann. Ja. Da warte ich eben halt noch bei Steam zum Beispiel auf ein paar Spiele, dass die richtig im Angebot sind, einmal. Zum Beispiel dieses Drehbank, also Ah ja, wenn stimmt, das das ist gescheit exakt, im ja. Angebot ist, oder fix. Sofort. So im Also nichts, was jetzt sofort sein muss.
Ich meine, diesmal müssen wir jetzt eh nicht zu 100% am Preis stehen, oder? Ich sage, wenn es 92 sind oder so, reicht es ja auch. Den. Ja, diesmal haben wir ja auch mehr. Ja. Wieder. Da brauchen wir nicht so. Solange es nicht so weit unten ist jetzt. Mein, unter 250 will ich es nicht. Ich würde sogar gar nicht unter 280 oder so. Das ist halt dann wirklich viel Verlust sonst. Ja. Für 2,50 echt und ja, dann nur waren 500 weniger pro Ballen als sonst. Ja, das ist schon viel. Das ist schon viel. Und sie waren es halt 200 sowas. Man ist auch viel pro Ballen jetzt gerechnet. Auch ein ordentliches Ei kriegt. Für was denn? Nur weil man nicht manchmal gut sieht, ob das jetzt eine Spur ist oder nur eine Grasspur. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da eine komplette Spur vergessen habe. Dann schauen wir, wenn es hell ist. Ja, wegen dem Mähwerk, gell, dass Ja. ich das gecheckt habe. Ja, sorry. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Grafikglitch, weißt? Auch. Er hat einen neuen Computer und will einen Grafikfehler haben. Den wirst du jetzt so bald nicht mehr haben. Hoffentlich. Oh, geht auch ganz schön was raus. Bei wie viel Ballen bist du schon? Insgesamt jetzt 162. Wow. Plus die, wo ich nicht mitgezählt habe, sagen wir, waren zwei Ballen, sind es 164. Also es könnten um die 300.000 diesmal rennen. Wenn Wie man eine gesagt, gute da Summe liegt dann auch zusammenbringt. noch eine kleine Spur. Genau. Was ist das, eine kleine Spur oder eine ganze? Eine ganze kleine. Was ist eine Eine ganze halbe. kleine? Nicht über das ganze Feld, aber so, schon so, dass ich es fahren würde, sagen wir so. Vielleicht war das dann am Rand, wenn es nicht eine ganze durchgezogene Spur ist. Na, das bin ich extra nachgefahren, weil ich gemerkt habe, dass ich zu weit drüben bin. Und nachgefahren. Ja. Vielleicht habe ich es da schon irgendwie gesehen. Aber join mal dann an. Wenn es hell wird. Ja, ich muss erstmal da fertig machen. Dann. Also. Ich bin noch immer auf dem großen Feld. Ich weiß Ja. nicht, wie viel das kleine da drüben jetzt noch ist, dann. Nicht mehr so viel. Gibt's halt viele kleine Steine. Ich wäre ja sogar jetzt nicht für Cheaten, aber für Ausprobieren, zwecks unseres Hofs, dass wir uns das Feld kaufen, das mit den Steinen umschneiden, das Feld verkaufen. Würde ich jetzt nicht als Cheaten sehen. Okay. Aber bevor wir, weißt du, dann mit den Steinen und dann sind die Steine weg und wir haben den ganzen Hof schon gebaut und. Ja, stimmt. Nein. 4:54 Uhr. Das ist 9:45 Uhr 20, vorbei. nein. Danke, Absetzen. Kannst du einen Bagger kaufen? Was kann ich? Bagger kannst du kaufen. Habe ich gesehen. Boah, ganz arsch, ganz arsch, ganz arsch, ganz arsch. Ich kann immer mal baggern. Damals ist der schon ein, gell? Ja.
vergessen jetzt. Du tust noch irgendwo mähen. Nein, nein. Aber da liegt noch einiges. Ich habe erst zwei Wagen abgeführt. Aber es haben wir im Großen gleich. Das Kleine ist dann wirklich nicht mehr viel. Weiter. Letzte Spur. Nein. Ja, nicht hell. Mich jetzt verarschen. Bisschen. Komm. Ich habe jetzt unabsichtlich gesagt, Ballen entladen und habe gesagt, entladen abbrechen. Aber jetzt gibt dann immer das hoch. Was gibt es? Hast du nur da angefangen, da beim anderen? Ich auch wieder am Anfang. Oh, sehr schön. Da muss ich jetzt entladen, damit es geht. Was ist das für ein Problem? Du hast, wolltest entladen? Ich habe gesagt, die Entladung abbrechen, aber ja? Dann bleibt man in der Entladungsposition und stellt sich nicht mehr zurück. Ich glaube, dann musst du das wieder zurückgeben. Selber. Die Ladefläche. Ich habe aber da keinen Knopf dafür. Darf ich mal schauen? Vielleicht doch. Ich kann sagen, entladen, abbrechen. Aber er schiebt mir das nicht mehr nach vorne wieder, dass ich noch aufladen könnte. Na, ich glaube dann. Muss ich entladen? Jo. Gut, danke. Scheiße. Also wenn ich da jetzt keinen Schafstall schaffe und Uber ausgeht achso, wir brauchen eigentlich nichts mehr. Wenn wir dann schon alles. Presse. 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 Oh ja, warte. Fresse.
Ich glaube, da werden über 7 Laden. Über 7 Ladewagen voll. Was wir uns da vielleicht überlegen könnten, ist, ob sich auch dieser Mulch hier ausgeht oder auszahlt. Sagen wir so. Ich weiß nicht, ob sich der jetzt wirklich auszahlt dann noch, was ich meine. Ob es nicht wirklich gescheiter wäre, weißt du, weil 35.000 ist halt auch eine Summe. Mhm. Einfach unten abzuschneiden. Weil die Body dann noch bleiben. Naja, stimmt. Auf der anderen Seite haben wir eh jetzt die Bäume stehen lassen. Ich glaube, das mit Bäumen stehen lassen hätten wir eh auch machen sollen. Ich glaube, das hast du jetzt auch einfach da, oder? Was habe ich? Einfacher getan. Ja, das stimmt. Ja, man lernt. Später kann ich ja dann irgendwann in den Forst gehen, dann kaufe ich mir das sowieso, das Teil. Mhm. Dann kann man das auch ausbilden. Genau. Wobei ich sagen muss, auf 54 ist das, da ist eh nicht mehr so, das sind eh fast keine so richtigen. Nur dort, wo der Wald war, also unser erstes Grundstück, da ist, glaube ich, extrem. Ja, aber unten auch, oben unten. Ja, ich weiß, aber ich sag, wenn, lassen wir eh das andere Feld, wo nur Wiese ist, als Grasfläche, und das andere tun wir dann pflanzen. Ja. Ich meine, oh, aber das stimmt. Müssen wir schauen, ob man mit Gruber auch drüber fahren kann. Wenn man mit dem, dann müssten wir es wirklich weggeben. Aber eigentlich sollte er das schaffen. Ich bin urlangsam irgendwie gefühlsmäßig mit den Ballen. Warum? Wenn ich jetzt aus dem dritten Wagen voll hab. Ich meine, ich muss die abladen, die Hälfte, aber. Das dauert ja. Bin ja nicht so schnell. Den einen Streifen schaut er halt auch noch an, eventuell. Ja, ich muss aber noch immer da unten weitermachen. Also, bin noch immer nicht fertig. Entschuldigung. Weil du sagst, es ist nur ein bisschen Wasser und ich hau schon den 7. Ball noch wieder hin. Echt? Bei dem Kleinen? Ja. Was ist, wenn man das unterschätzt? Es ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganze Länge und ein bisschen was. Das ist ja trotzdem fast ein Viertel von dem Feld, was. Ja, stimmt. Da schauen wir mal, wie weit ich bin. Wenn ich fertig bin und wir haben noch viele Ballen zum Wegführen, dann kaufe ich mal zwei, was ihr zum einen normalen Ballenwagen halt. Dann soll euren. Dann helfe ich das so. Aber ich finde einen zweiten automatischen sehr unnötig. Okay. 90 dort. Rein. Auch wenn er praktisch ist, aber ich glaube. Ich liebe diese. Also, wenn ich mir die leisten kann, kaufe ich mir nur die. Aber ich habe bis jetzt immer nur die gekauft. Das ist halt immer unnötig, was also. Und so viel Geld auszugeben, zweimal gleich. Das sind dann 180 gesamt, was ich meine. Mhm. Weil so viele liegen ja dann jetzt nicht mehr dann. Bis ich jetzt da fertig bin. Mhm. Weil mehr wie 8 Wagen wollte es nicht werden. Ja. Wenn du jetzt schon 3 hast. Das heißt, bis ich da fertig bin, hast du das 4. oder 4,5 schon. Was wird eine Schippe Geld? Oh ja. Aber einen guten Preis könnten es wirklich 300.000 werden. Das wäre sehr nice. Was wir uns dann auch überlegen sollten ist,
Ob wir uns dann nicht auch über kurz oder lang, ich meine eher langfristig, einen Tiertransporter zulegen, wenn wir die Schafe verkaufen wollen dann. Ja, aber das wird noch sehr, sehr lang dauern. Ja, ich sag's nur. Nur weil so als Idee vorausplanend. Ich sag, Notfall verkaufen wir es halt so, was man. Ja, eh. Aber ja, sicher können wir es dann ankaufen. Und ich bin ja auch gespannt, wie Cursebay dann wirklich funktioniert mit den Feldern und so. Aber wenn Cursebay nicht funktioniert richtig, und mir die Kurse so selber einfallen müssen und alles, ja. Dann wird das auch richtig kompliziert zu managen, weil wir wissen, wie der normale Helfer funktioniert. Das stimmt. Das ist das große Fragezeichen halt auch noch. Und dann sehen wir, wie wir das halt bewirtschaften, so weit. Allen Produktionen, weil ich würde die Karte halt wirklich ausreizen, so weit wir können. Dass wir das zumindest einmal machen. Dann die nächste Karte wieder auf einer normalen. Das wird dann wahrscheinlich hier die letzte Karte vom neuen Teil dann. Ist eben auch die Frage, wann wir das machen, ob wir das dann gleich anschließend quasi durchziehen oder ob wir dann wieder Pause machen. Noch so fahren, wie wir das dann spielen. Aber jetzt spielen wir es halt zu zweit die erste Zeit. Ja. Ja, dann kommt City Skyline, das heißt, das spiele ich dann solo sowieso auch nicht. Das ich nehme an, da wirst du auch dann nicht so viel solo spielen, weil du, wie du gerade gesagt hast, du hast viel so. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht, dass ich nicht spielen Ja, ich will, weiß schon, sondern ist einfach aber dann keine Zeit, ja. Und dann weiß ich halt nicht, was hier bis dann ist. ja. Aber ich habe eigentlich nur City Skyline jetzt so im Gepäck. Und danach werde ich sicher wieder ein bisschen auch LS dann spielen. Bei Onyx habe ich mir auch wieder gedacht, ein Satis-Stream wäre, also Satis-Weitermachen wäre auch wieder nice. Und dann habe ich gedacht, wann? Ja. Das ist halt, es ist kein Nachteil. Es ist halt bei dir ist das halt dann wirklich enorm viel immer. Da bin ich echt froh, dass ich von dem, was ich irgendwie keine Lust mehr drauf habe oder so. Also Satis hast du überhaupt keine Lust mehr. Nein, auf so Story-Spiele an sich. Gut, Satis ist ja nicht wirklich eine Story. Eben, aber deswegen hätte ich Zeit für Satis. Ach so, so meinst du das? Weil ich nicht so viele Spiele dann habe. Weil ich dann Zeit für solche Langzeitspiele habe. Gut, du kannst dir das auch teilweise, ich sage mal, besser managen, dass du mehr Zeit hast. Also so viel Zeit könnte ich mir bei der Daniela nie rausholen, wie du bei der Grosche rausholst. Das auch natürlich, aber dennoch spiele ich weniger Spiele als du. Die aber dafür intensiver dann. Ja. Aber wenn ich jetzt rechne, ich habe jetzt Way of the Hunter, Euro Truck Simulator. Das war's. Solo. Ordnet sehe ich nicht, das ist so ein spontaner Abend manchmal. Ja. Mehr habe ich nicht. Jetzt ist die Eurotrack-Klasse jetzt nach, weil habe ich im Urlaub intensiv gespielt. Heute wieder seit fast über einer Woche. Ausgenommen die eine Fahrt, die wir gemacht haben. Die wir auch nicht gemacht haben. Ja, die ich gemacht habe. Aber sonst habe ich schon auch seit einer Woche nicht gespielt und jetzt ist halt Way auf der Hand. Aber gut, das lasst dann auch wieder nach, wenn das DLC ein bisschen. Also, dann ist halt City Skylines, aber dann werde ich wahrscheinlich nur City Skylines spielen. Wenn ich jetzt bei dir rechne, ich müsste Satis bei mir auch rechnen, aber ich habe jetzt nicht so den Drang für Satis. Spiele ich irgendwann wahrscheinlich wieder zwischendurch dann wieder. Und da wieder intensiv dafür. Ich gebe da durchaus recht, dass ich wahrscheinlich viel mehr spiele als du. Aber ich glaube, ich habe halt eben auch nicht diese Anzahl an Spiele dann. Das ist eben, was du sagst, was du noch alles spielen willst. Das ist wahrscheinlich eine Menge.
Ich habe das jetzt nicht so. Ja, stimmt. So, jetzt schaue ich mir das bei dir an dort. 55. Sonst wäre ich hier fertig. Okay, da okay. Dann wären wir bei 190 Ballen, wenn ich den einen noch rausbringe. Wow. Gut, da würde noch ein bisschen was gehen, wenn es ein paar Prozent noch fehlen. Da auf den Feldern. Da liegt auch noch was. 55 oben, hast du gesagt. Dann kann auch sein, dass ich mich irre, dass das nicht geht, aber das schaut irgendwie verdächtig aus, dass es gehen könnte, sagen wir mal so. Hat sie den Strafen schon? Also jetzt nicht. Könnte gehen. Oder könnte sicher gehen. Habe ich einfach vergessen. Und da drin. Sehe ich zwei so Halbstreifen darunter, die Kurven. Könnte man, wenn man ein paar Prozent noch mit hat, mitnehmen noch. Also es wird sich ausgehen mit dem. Okay. Weißt, bei mir ist es halt so, es gibt viele Spiele, die ich spielen möchte, aber dann gibt es eben, ich tue das dann halt auch rein, ja. Weil ich denke mir schon, ist ja nicht lang, ja, Gears of War möchte ich wieder mal durchzocken, die Trilogie, habe ich den ersten Teil bis jetzt gemacht. Ja eben, und das habe ich aber zum Beispiel nicht so, generell ältere Spiele oder so. Also ich hätte jetzt wirklich kein Story-Spiel jetzt, wo ich sage, bis auf Red Dead Redemption und Spider-Man zocke ich auch nur, weil das vorher kommt. Aber so Red Dead Redemption ist das einzige, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt noch als Story-Spiel spielen. Okay. Sonst hätte ich jetzt kein Spiel. Kein GTA oder so mehr? Nein. Weil ich schon alle durch habe. Interessiert mich dann ein zweites Mal eigentlich nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich Alan Wake hätte ich jetzt auch nicht nochmal gespielt. Okay. Es war für mich nicht mehr wieder das erste Mal, ja. Also könnte ich mich jetzt entscheiden mit dem Wissen, hätte ich es nicht nochmal gespielt. Es ist optisch schöner, natürlich als damals, aber du hast das halt eh anders in Erinnerung. Und damals. Spielt, da ist das eben. Was. Aber für mich war, weil ich gewusst habe, wie alles ausgeht, wie alles passiert. Mhm. Also, es war für mich uninteressant, so die Story. Ich hab's jetzt durchgespielt, aber ich bin nicht einmal sicher, ob ich das letzte Mal veröffentliche, weil ich das so richtig lustlos gespielt habe dann zum Schluss. Okay. Weil ich ja gewusst habe, was kommt, weißt du, ich möchte dich jetzt nicht spoilern, aber ich wusste gewisse Missionen, da wusste ich. Wie es funktioniert, was muss ich machen, dass es easy geht oder so. Mhm. Und das habe ich halt bei GTA, weiß ich auch genau, um was es geht eigentlich. Da spiele ich lieber online GTA, weißt du. Ja. Gut, 9% bräuchte ich noch. Kannst du hier unten links von den Steinen, wenn du hinunterfährst. Links von den Steinen, bei dir dort. Ja, genau, bei mir dort. Bei mir dort runter. Das sind zwei fettere Grasstreifen. Und ich brauche nur 10% jetzt. Zieh, Johnny, zieh. Ja, passt. Das ist ungefähr 191 sind. Ah, geil. Ich habe zum Beispiel auch noch irgendwann einmal möchte ich mich hinsetzen quasi und möchte Outrider spielen, ja. Dass ich das nicht umsonst gespielt habe. Es hätten mir nicht so viele Games, hätte ich das damals mit dir sicher auch gespielt, wie das DLC kam. Von Weitelns rede ich gar nicht. Soll ich glaube, das nicht mehr weitermachen. Na, das glaube ich auch nicht. Auch mit dem Breakpoint glaube ich nicht, dass. Weil, wie gesagt, wir müssen halt auch offen darüber reden. Irgendwann kommt GTA 6 und dann ist es sowieso vorbei. Inwiefern vorbei? Naja, dann werden wir viel GTA 6 spielen, das heißt, da bleibt sowieso viel auf der Strecke liegen. Ja. Und das, was dann auf der Strecke liegen bleibt, das wird wahrscheinlich dann interessanter noch immer als Breakpoint oder anders. Das auf jeden Fall.
Aber was ich auch sagen muss, was ich jetzt in die letzten 2, 3 Jahre auch wirklich gelernt habe, ist, dass ich mir nicht mehr die Games auf Vorrat kaufe. Habe ich dir gesagt? Längst habe ich dir das. War dumm. Weil irgendwann ist immer irgendwann ein Angebot und irgendwann. Genau. Und vor allem, ich habe jetzt quasi Doppeltmöglichkeit. Doppelmöglichkeit. Was hast du jetzt verkauft? Ich hab gekauft. Ach, hast du gekauft? Was hast du gekauft? Nein, Ladewagen. Ach so. Meinst du Doppelmöglichkeit? Weil früher, ich hatte einen scheiß PC, ich habe immer auf die Ach so. PlayStation-Spiele eher geschaut. Und jetzt? Gut, das ist eher ein Nachteil, das ist kein Vorteil. Ja, eh, von der Zeit her ist ein Nachteil. Andererseits kann ich mir dann Spiele holen, die ich mir auf der PlayStation hätte holen müssen, kann ich mir dann am Computer holen. Das wäre zum Beispiel. Zum Beispiel dieses AEW Wrestling, ja, überlege ich mal. Aber Wobei das ist vielleicht das, auf wenn du es PlayStation schneller wäre. eben im Controller spielst, dann ist es unnötig. Was soll man? Das stimmt. Weil wenn ich das mit Sound nicht hinkriege, ist das. Oh, so einer ist das. So ein Ah, gemoddeter. wenn kaufe ich gleich so Alter. einen, oder? Mit dem geht ja das ureasy. Viel schneller als mit dem da. Wie viel gehen da rauf? Nicht. Kann ich erst sagen, wenn es voll ist. Ich würde, also meine Empfehlung ist, PC-Spiele zu holen, die wo Mods gibt, weil Mods gibt es auf der Konsole nicht. Und die von der Steuerung her ansprechender sind. Bei mir ist halt dabei noch das Problem, dass ich das mit Sound noch nicht hinkriegt habe bei der PlayStation. Drum denke ich mal, wenn ich das nicht in den Griff kriege, ist es gescheiter, wenn ich mir die Spiele am PC hole teilweise. Zumindest die ich selber mache. Aber was ist da anders? Was? 2, Das 4, 6, 8, 10 gehen drauf. sehen. Das aber in einer Mörderzeit. Gut, aber auf der anderen gehen halt 24 drauf. Und du musst rechnen, muss jetzt dorthin fahren, alle abladen und dann wieder herfahren. Oder bei mir bist du leer. Ich sehe keine Ballen drauf. Ist halt auch die Frage, wie viel spiele, wo Mods dabei sind. Ja, eh, aber Steuerung ist meistens das Thema, so Survival-Spiele oder sowas. Ja, das ist besser. Weiß Auf nicht, welche Spiele jetzt alle Mods Konsole. haben, das kommt auf die Spielerlimit an. Drum habe ich mir jetzt auch in Medieval Dynasty nicht auf der PlayStation geholt. Zum Beispiel. Oder? Und der Vorteil gegenüber der PlayStation ist, dass die PC-Spiele billiger sind. Also, ja, Richtig. da gebe ich auch recht. Wie oft müssen wir noch fahren? Jetzt ein, zweimal. Ich war drüben noch nicht zum Beispiel. Auf dem kleinen Feld quasi. Boah, war ich angefahren.
Aber die kann man auch schön entladen, so wie es ausschaut. Ich finde die anderen Kammer wieder schöner, weil es erstens mehr sind. Was meinst und nach hinten entladen gehen. Ja. Na sicher. Der ist praktischer. Der ist natürlich so schneller, aber. Halt mehr hin und her fahren und mehr. Bazi. Aber gefühlsmäßig, die zwei anderen Traktoren stehen nur mehr noch umeinander. Das ladet ja gar nichts. Bitte? Ladet ja gerade gar nichts auf. Okay. Darf die Spannung nicht aktivieren? Wie viel hast du schon drauf? 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ah, okay. Passt. Dann mache ich da weiter. Ich hoffe, ich gehe doch mehr rauf. Vielleicht habe ich nur welchen Spanngurt zu früh oder. Platz wäre zwar viel mehr, aber. Blöd, dass die hinteren nicht noch eins drauf geht. Aber wir haben heute trotzdem schön was weitergebracht. Ja. Jetzt mit dem Zug und dann. Ich möchte eh schauen, dass ich den voll krieg.